auf jeden Fall, der Gümmern ist nicht unbedingt der schnellste Kletterer. Man kann das Ganze etwas abkürzen, indem man... indem man öfter mal springt. Das würde ich aber allerdings nur empfehlen, wenn die Kamera wirklich hinter einem ist. Also jetzt zum Beispiel, ich lasse sie mal hinter mich, dann kann ich hier etwas hochspringen. Es geht etwas schneller, zur Seite hin kann das etwas kompliziert mit der Steuerung werden. Ah, da sind wir mal ein paar Fleischbällchen. Die würden halt ein Herz heilen, brauche ich jetzt gerade nicht. So, hier sehen wir wieder einen neuen Gegnertypen, von dem ich mich natürlich auch wieder direkt treffen lasse. Diese Sprungfedern kann ich nicht kaputt machen. Sie springen einfach rauf und runter und ich muss halt gucken, dass ich nicht in ihre ihren Angriffsradius komme. Mehr tun sie auch nicht. Och, und trotzdem lasse ich mich die ganze Zeit treffen. Ist ja schlimm. Naja, spielen wir halt so ein bisschen. Let's fail, wa? So. So, hier vorne noch ein bisschen. Jetzt haben wir auch den Berg geschafft. So hoch ist der jetzt nicht. Ah, wieder die Steinchen. So, hier wieder hoch. Jetzt könnte ich halt hier die ganze Zeit hoch. Aber dann, wie gesagt, das ist bei falscher Kamera. Kann das ziemlich kritisch werden. So, die Strohpuppe noch. Ah! Ich wusste, da kommt ein Stein. Ich wusste nur nicht, hoch. Ein bisschen hochspringen, das geht ein bisschen fixer. So, gehen wir in den Mount Fuji. So, jawohl. Jetzt sind wir auf der höchsten Ebene. Hier ist jetzt der Pfeifenmeister in seiner super Hütte, die überhaupt gar nicht ungefährlich angebracht ist. Da unten ist nur ein aktiver Vulkan. Naja, nicht aktiv, aber da unten ist auf jeden Fall ein Vulkan. Super sicher alles hier. So, hallo Pfeifenmeister. Wow, ich bin beeindruckt, dass ihr es so weit geschafft habt. Was wollt ihr von mir? Hm, was tust du hier? Oder hast du eine gute Pfeife? Hm, fahren wir direkt die Pfeife, direkt mit der Tür ins Haus fallen. Eine Pfeife? Hm, lass mich überlegen. Jawohl, ich weiß. Nehmt diese. Ich gebe euch meine Pfeife. Sie agiert mit den Blöcken mit der Steinmarkierung. Gümmern receives the chain pipe. Ja, ja. Ich kann sie jetzt halt auch anwählen, so wie die Münzen vorhin. Irgendwie sah das aus, als ob das gerade zusammenbrechen würde. Aber die, das liegt nicht unbedingt an, an dem Emulator, dass die Grafik so rumglitscht. Das hat sie auch damals schon getan. So, jetzt bin ich an der Seite, also muss ich da runter. Fallschaden erleidet man hier keinen. Also, ich kann 5 Millionen Meter runterspringen. Und mir passiert trotzdem nichts. So, ach genau, ich wollte hier die Kettenpfeife zeigen. Die funktioniert ähnlich wie die Pfeife, nur hat einen etwas größeren Angriffsradius. Es dauert allerdings etwas, bis sie wieder da ist. In der Zeit kann viel passieren. Und man muss wirklich mit dem vorderen Stück treffen. Sonst, ja, kriegt man Probleme. Ich kann ja gleich erstmal bei den nächsten Gegnern ausprobieren. Ich werde sowieso wieder auf die Fresse kriegen. Das ist auch Vorführeffekt dann wieder. Aber ja, ups. Oh, wollte ich das jetzt auch nicht. Oh, das ging sogar ziemlich gut. Das ist der Vorführeffekt, dass ich euch zeigen wollte, wie ich wieder getroffen werde. So sollte ich das immer machen. Na, jetzt hat es wieder nicht getroffen. Aber jetzt. Auf jeden Fall, die Kette ist halt recht lang. Kann man gut benutzen, um die Gegner abzutreffen. Ich glaube, ich pitche ein bisschen hoch gerade. Naja. Ich werde es später noch runterregeln. Ansonsten, wenn es scheiße klingen sollte, werde ich vielleicht nochmal eine ganz neue Aufnahme machen. Ich wusste doch, dass ich mich treffen lasse. So, auf jeden Fall, jetzt haben wir halt die Kettenpfeife, die ja mit den Sternblöcken von vorhin am Oido Castle agieren konnte. Heißt so viel wie, jetzt können wir endlich ins Schloss. Ah, sehe schon, normalerweise wäre jetzt eigentlich schon ein Part zu Ende. Ich werde
jetzt nur mal so als kleine Info. Ich werde keine Unterbrechungen zwischen den Parts machen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich das spiele. Ich spiele das jetzt einfach ein bisschen, zeige euch das. Spätere vielleicht noch ein paar mehr Waffen zeigen. Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt noch nicht genau. So, sind wir wieder zurück in Widow Town. So, jetzt kommt gleich wieder der kleine Dieb. Es gibt natürlich, Widow Town ist jetzt nicht nur auf drei Stellen begrenzt. Es gibt noch ein paar andere Bereiche, die jetzt aber allerdings erstens gar nicht durchlaufen werden müssen. Und ja, man könnte halt mit den Leuten hier alle reden. Ist weg, du klaust mir nicht wieder mein Geld. Wie ihr vorhin vielleicht gesehen habt, wo ich mich natürlich mal wieder von dem Schabung-Dieb hab treffen lassen. Er klaut einem direkt 50 Ryu, was hier die Währung in etwa ist. So, ja, ziemlich die Währung. gibt allerdings, wenn man ihn kaputt haut, nur 25 wieder zurück. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, eine Münze ist 5 Ryu wert. Ja. Auf jeden Fall. So, wenn ich jetzt hier in etwa, man kann sich die Kettenpfeife wie einen Enterhaken vorstellen. Das Schöne allerdings ist, man muss nicht unbedingt hundertprozentig zielen. Also, oder ins Wasser fallen. Das war ja jetzt wieder so klar. Nur weil ich mal eben einen Abstecher zu der Katze machen wollte. Auf jeden Fall, man muss halt nicht wirklich drauf achten, den Sternblock auch wirklich zu treffen. Es reicht schon, wenn man in die Nähe dahin schlägt. Und ja, man trifft dann schon. Also. Spiel ist ein Plattformer-Game, das heißt, man muss viel, na, ich sag mal jetzt nicht Tricksprünge, aber man muss viele gute Sprünge machen. Teilweise, geht schon rüber. Teilweise sind die Sprünge halt auch nicht ohne. Kommst du dran? Dann halt so. Auf jeden Fall, ja. Das Spiel ist Plattformer, das heißt viel rumgespringe, Gegnern ausweichen, Gegner. Die Gegner sind jetzt eher weniger das Problem. Also klar, später werden sie ein Problem, aber jetzt am Anfang kill it. So, jetzt wechsle ich aber wieder auf die normale Pfeife einfach, weil ich lieber mit ihr kämpfe, wie mit der Kettenpfeife. Ach, ich dachte, ich wäre schon drin. Jetzt müssen wir nochmal hier hochlaufen. Wie man vielleicht auch hören kann, obwohl ich wahrscheinlich die ganze Zeit die ganze Atmosphäre versau. Das Spiel hat recht nette Musikstücke in sich drin. Ich laufe mal kurz rein und genieße ein bisschen. So. Habt ihr jetzt genau 3 Sekunden vor mir Ruhe gehabt? Naja. So. Tonkrüge kann man kaputt hauen. Sind meistens Essen. Oder noch öfter Münzen drin. Münzen sind natürlich immer gerne gesehen, weil sie halt als Waffen dienen und auch als Zahlungsmittel. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe nicht eingekauft. Müssen wir die später noch machen. Es gibt nämlich hier, ähnlich wie bei Zelda mit den Feen, gibt es hier Nahrung, die man kaufen kann, die halt bei einem Tod wieder die Herzen auffrischt. Obwohl, ich glaube, ich hätte die gar nicht kaufen können wegen dem doofen Dieb. Naja, okay. So, diese kleine Puppe jetzt hier. Ich glaube, die macht gar nichts. Oder hat die mich jetzt angegriffen? Ne, das war nur Laufstrecke. Es gibt welche, die folgen halt. Es gibt welche, die folgen nicht. Da hinten sehen wir wieder eine kleine Sprungeinlage mit der Kettenpfeife. So, die ich kaputt machen. So, ein Silberschlüssel. Es gibt, zumindest jetzt gerade, wie mir jetzt gerade einfällt, es gibt 3 verschiedene Arten von Schlüssel.
Silber, Gold und Diamant. Silber und Gold ist eigentlich nichts anderes als normale Schlüssel, kleine Schlüssel bei Zelda zum Beispiel. Allerdings legt die Farbe halt fest, wo man sie benutzen kann. Was natürlich dann, wodurch dann die Schlösser, die man dafür benutzen kann, natürlich meistens auf ziemlich genau eine reduziert ist. Weil man halt meistens in einen Raum kommt, einen Silberschlüssel sammeln muss, dann in den nächsten kommt, dann dort einen Goldschlüssel sammeln muss und so weiter. Was auch ziemlich Zelda-typisch ist. Oh, jetzt kommen gerade die ganzen fetten Blumenfuzzis. Oh, her, du kleine Mistkröte. Keine Sorge, ich verletze hier niemanden. Das sind alles Roboter. Wie man vielleicht gerade an dem Schlüpfer von dem Riesenroboter hat sehen können. oh Mann, ey. Ich scheine echt gut zu pitchen immer wieder. Naja, ansonsten, wenn ich jetzt wirklich gepitcht haben sollte die ganze Zeit, bitte ich das zu entschuldigen. Vielleicht mache ich es dann in der, oder ich hoffe, dass ich natürlich das dann in der nächsten Folge besser machen werde. Oder in der nächsten Aufnahme. Das ist Mr. Elephant. Ist so in etwa unsere Karte, kann man sich vorstellen. Allerdings jetzt, kann ich ja jetzt mal zeigen. So, auch kurz Start. Drückt auf den Z-Knopf. Hier haben wir jetzt eine schicke Karte. Können wir auch drehen, also beziehungsweise bewegen. Und ja, man sieht halt, es sind nicht alle Seiten offen. Also nicht alle Seiten. Es sind nicht alle Bereiche geöffnet. Also Mr. Elephant ist nur der Zugriff auf die Karte. Oh, hier könnte ich mich gerade mal ein bisschen durchcheaten. Und mir da die Katze schnappen. Rüberkommen. Komischerweise, die auf den Schildkröten oder was auch immer das da ist, rumzuspringen, ist ziemlich schwierig. Das sieht vielleicht einfach aus, aber die Sprungkraft von Gilmon, die nimmt ordentlich ab. Er springt nur noch halb so weit. Wenn überhaupt. Er kommt irgendwie dann nicht mehr von der Stelle. Also ich kann jetzt hier rüber besser springen, wie von der Schildkröte runter. Wie ihr gerade vorhin gesehen habt, der Raum von vorhin konnte ich einfach dadurch lösen, dass ich alle Monster getötet habe. Später kommen auch noch so Sachen wie, dass ich alles für alle Fackeln anmachen muss. Also daran sieht man schon den ziemlichen Ähnlichkeiten zu Zelda. Ich lasse mich auch gerade treffen ohne Ende. So, hier ist der erste Raum, der mich ungefähr zur Verzweiflung gebracht hat. Einfach aus dem Grund, ich wusste nicht, dass ich die Dinger kaputt machen muss. Weil sobald man drei davon kaputt gehauen hat, kommt der Schlüssel. Wenn man ihn ausweicht, hören sie irgendwann auf. Und dann kann ich den Raum nicht mehr beenden. Zwar kann ich es resetten einfach dadurch, dass ich dann den Raum wieder verlasse, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. So, man sieht halt, egal. Wie man halt sieht, es gibt einen Hauptpfad eigentlich in der Regel und es gibt immer Nebenpfade, die zu Schlüsseln, Truhen, naja, Truhen jetzt nicht, aber Vasen führen oder wo es irgendwas anderes zu sammeln gibt, was man halt gerade braucht. Also man hat eigentlich wie bei Zelda auch den ziemlich direkten Ablauf der Räume. Ohne groß Verwirrung hier oder Labyrinthe zu erstellen. Natürlich, wenn man nicht aufpasst, kann man sich schon mal verlaufen, aber das ist eher selten. Wie man hier jetzt sieht, hier sieht es auch wieder aus, als ob hier ein Schlüssel kommen könnte. Was fehlt dazu natürlich? Tote Gegner. So, das ist jetzt ein Goldschlüssel. Wie gesagt, der hat nichts Spezielles an sich. Es ist ganz normal. Später im Spiel, wenn ich mich noch recht erinnere, gibt es auch noch andere farbige Schlüssel. Die legen aber einfach nur fest, dass du halt wirklich diesen Schlüssel nur für die eine bestimmte Tür benutzt. Also es gibt jetzt hier, soweit ich weiß, keinen Master Key oder so, der jetzt wirklich
genau zum Boss führt.